Ein paar Leute von euch kennen vielleicht schon diesen Hintergrund, weil ich mache eigentlich die meisten Videos hier vor, aber ich hatte mal wieder Bock auf was Neues, deswegen habe ich mir eine Riesenrolle Leinwand besorgt und die erstmal aufgehangen einfach an die Wand, also bis unter an die Decke praktisch. Und dann habe ich mir Tesafilm genommen und da solche Streifen drüber geklebt, also wie so ein Stern angeordnet, immer symmetrisch, schickilacki, so sah das Ganze aus. Und dann habe ich mir Acrylfarbe geschnappt und die Felder einfach ausgemalt, also ich habe immer dazwischen ein paar dann freigelassen für eine andere Farbe. Hier habe ich erst so ein Türkis genommen, dann habe ich so ein Orange genommen. Ich musste übrigens die Farben immer doppelt malen, weil es hat nicht ganz gedeckt am Anfang. Dann kam noch so ein Pink und am Ende noch ein Gelb. Und dann habe ich das alles noch schön trocknen lassen und danach einfach diese Tesafilmstreifen wieder abgezogen. Das war ein ganz schöner Akt, aber ich habe es dann irgendwann auch geschafft. Und das ist das super tolle Endergebnis und ich finde es richtig, richtig cool. Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als würde es sich sogar ein bisschen bewegen, wenn man drauf guckt. Und ich freue mich schon darauf, richtig nice Videos davor zu machen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Tschüss!